Hallo, mein Name ist Anselm Zessler. Ich bin hier in Sursee und das ist in der Zentralschweiz. Hier ist die Firma X ansässig und X macht fantastische Motorradfunktionsbekleidung, zum Beispiel Textilhosen, Textiljacken, Lederkombis, Handschuhe, Stiefel, Helme, das komplette Programm und das schon seit über 40 Jahren. Ich möchte euch heute die Laminat ST Plus Hose vorstellen. Die gibt es in einem speziellen Herrenschnitt für die Herrenjacke, aber auch in einem speziellen Damenschnitt für die entsprechende Damenjacke, die in separaten Videos dann vorgestellt werden. Und diese Hose hat natürlich ein ganz besonderes Material. Das sieht man schon auf den ersten Blick. Und zwar ist das ganz matt, trägt sich wunderbar flexibel und weicht komplett von den üblichen glänzenden Nylonstoffen oder Polyesterstoffen im Motorradbereich ab. Gleichzeitig ist das Material unglaublich abriebfest und reißfest. Und deswegen haben wir uns entschieden, dieses Material für die X Laminat ST Plus Hose einzusetzen. Und in dem Namen ST Plus steckt auch ein kleines Geheimnis drin. Und zwar haben wir uns eine ganz spezielle Konstruktion für die Membran überlegt. Normalerweise hängt eine Membran zwischen dem Innenfutter und diesem Außenmaterial. Und da sammelt sich dann schnell Feuchtigkeit bei Regen. Die Hose wird klamm, schwerer und man kühlt auch leicht aus. Und wir haben jetzt die Membran einfach von der Rückseite auflaminiert. Mit ganz vielen kleinen Punkten, Klebepunkten auflaminiert. Und dadurch kann sich jetzt keine Feuchtigkeit mehr zwischen dem Außengewebe und dieser Membran sammeln. Und diese Hose ist deswegen besonders geeignet für denjenigen, der zum Beispiel jeden Tag zur Arbeit fährt oder der auf großen Motorradtouren unterwegs ist und eben im Regen ist und morgens auch nicht in eine feuchte, klamme, schwere Hose einsteigen möchte. Und diese Hose schüttelt man einfach und die Feuchtigkeit, die außen dran bleibt, perlt einfach ab und die Hose ist genauso leicht und trocken wie vor der Regenfahrt. Also eine technisch sehr, sehr gute Lösung, sehr aufwendig natürlich, wie wir es gebaut haben. Und deswegen muss auch jede Naht, die wir hier auf der Außenseite sehen, von der Rückseite mit einem Tapeband abgeschweißt werden. Das wird mit Hitze richtig aufgeschmolzen und dichtet eben halt 100% jede Naht ab. So, das wäre so das Thema zu dieser Membran. Die hat natürlich die Aufgabe, Wasserdichtigkeit, aber auch Atmungsaktivität zu gewährleisten. Und um noch bessere Atmungsaktivität zu kriegen, zum Beispiel wenn man im Sommer fährt, haben wir seitlich Belüftungsreißverschlüsse eingesetzt. Und diese Belüftungsreißverschlüsse sitzen ganz bewusst hier auf der Außenseite der Hose, damit man im Fahrtwind vom Fahrzeug aus auch den Wind noch mitbekommt. Also wären die mehr auf dem Oberschenkel, wäre die Problematik, dass der Tank vielleicht auch eben halt diese Luftzufuhr wegnimmt. Und jetzt kann die Luft eben hier sehr schön einströmen und kommt vor allen Dingen, weil man ja die Membran durchbricht, also diese wasserdichte Membran, kommt die Luft auch tatsächlich bis an den Körper ran und man hat wirklich im Sommer auch eine echte Frischluftzufuhr. Gleichzeitig sieht man hier diesen Druckknopf, mit dem man die Belüftung noch aufstellen kann und reguliert damit im Grunde genommen die Menge der Luft, die dort einströmen kann. Also auch eine sehr, sehr gute technische Lösung. So, wir schauen mal von oben auf die Details der Hose. Wir haben hier einmal einen Gürtel, der hat natürlich auch die praktische Möglichkeit, dass man eben halt individuell das noch einstellen kann, den Bund einstellen kann. Jetzt sehen wir hier diesen Verbindungsreißverschluss und das ist der ja zur Jacke passend ist. Es ist ein langer Verbindungsreißverschluss, das heißt, wir haben einen ganz sicheren Sitz zwischen Jacke und Hose. Das ist im Grunde genommen auch ein Standard bei X, dass wir eben halt auf diese Sicherheitsfeatures achten. Und wenn man sich jetzt diesen Verbindungsreißverschluss im Detail anschaut, dann sehen wir, dass der hier im Anfangsbereich, da wo man den Reißverschluss einfädelt, schräg eingenäht ist, sodass der hier weiter raussteht. Und das hat eben den Vorteil, dass ich sehr einfach eben halt Jacke und Hose miteinander verbinden kann. Kleine Details, die die Produktentwicklung bei X durchdenkt und dann im Grunde genommen einen praktischen Mehrwert gibt oder geben, um eben halt ein leichtes Handling zu haben und der Hose eine gute Funktionalität in der Praxis zu geben.
So, zwei Außentaschen hat die Hose auch. Da kann man das eine oder andere natürlich auch drin verstauen. Und wenn wir weiter runterschauen, sehen wir jetzt hier schon einen Materialwechsel. Und zwar ist im Innenbereich im Bein ein Stretchmaterial eingesetzt. Das gibt nochmal viel, viel mehr Bewegungskomfort. Einmal beim Fahren, aber zum Beispiel auch beim Aufsteigen merkt man schnell, wie eine Hose schnell im Schritt spannen kann. Die macht dann hier nochmal die Bewegung mit. Und im Kniebereich haben wir die gleiche Situation. Auch hier ist es sinnvoll, einen Stretchbereich zu haben. Der ist über dem Knie angeordnet, damit kein Druck auf den Protektor kommt, der dann aufs Knie drückt, wenn man eben das Bein abwinkelt. Also Komfort und Perfect Fit, das ist ja so eine der Stärken von X, die eben halt immer wieder ausgearbeitet werden. Und das sind die vielen kleinen Details dazu. Im unteren Bereich haben wir natürlich auch einen Reflektor. Da wird man sehr gut von der Seite noch gesehen. Und den Reißverschluss hier unten im Beinabschluss, den entwickeln wir immer in einer sehr langen Ausführung, damit man leicht eben halt die Hose auch über einen kräftigen Turnstriefel drüber kriegt. Im unteren Bereich stecken dann manchmal auch Geheimnisse wieder drin. Zum Beispiel hier der ganze untere Bereich, die ersten 10 cm in dieser Hose, haben auch ein wasserdichtes Material eingesetzt. Das Futtermaterial fängt erst nach 10 cm an. Und das hat den Vorteil, dass auch Feuchtigkeit von unten nicht in die Hose hochziehen kann. Also sowas passiert auch, wenn man länger im Regen fährt. Und das sind eben halt die Erfahrungswerte, die hier in der Praxis, natürlich in der Schweiz, da haben wir natürlich die Chance, jede Wetterlage mitzuerleben, eben vorher getestet werden, damit so eine Hose möglichst praxistauglich ist. So, dann schauen wir mal auf die Rückseite der Hose. Dort sehen wir noch einen Stretchbereich. Das ist wieder dieses Thema Komfort. Das ist natürlich auch wichtig. Im hinteren Bereich, wenn man sich hinsetzt, kommt Zug auf die Hose. Die darf nicht am Bund runterrutschen, sondern da macht der Stretchbereich die Bewegung mit. Und im Gesäßbereich sehen wir hier noch ein Anti-Rutschmaterial. Das hat den Vorteil, dass man auf der Sitzbank eben halt nicht rutscht. Ob man selber Fahrer ist beim Bremsen oder auch als Beifahrer, dass man von hinten nicht auf den Fahrer draufschiebt. Und im Kniekehlenbereich ist ebenso wieder ein Stretchmaterial eingesetzt, was eben halt auch Komfort und Bewegungsfreiheit gibt. So, jetzt sind wir die Hose einmal von außen durchgegangen. Die hat natürlich auch innen drin viele Geheimnisse. Eins ist natürlich das Thermofutter, was man rausnehmen kann. Somit ist die Hose eben ohne Thermofutter und mit der Belüftung eine super Sommerhose. Aber ich kann sie eben halt auch in der kalten Jahreszeit fahren mit Thermofutter und geschlossenen Belüftungsbereichen. Jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit. Die steckt im Inneren natürlich auch drin und das sind die Protektoren. Und Protektoren bei X, die werden alle nach der EN 16.21.1 geprüft. Das ist so eine Prüfnorm, wo wirklich mit einer Maschine eine Schlagdämpfung gemessen wird. Was kann dieses Material? Und wir setzen hier bei diesen Protektoren den Level 2 ein. Das ist also der höchste Level bei Protektoren, wonach die geprüft werden. Und diese Protektoren sind zwar weich und beweglich und sitzen dann im Grunde genommen im Inneren der Hose, hier in Taschen drin. Und können dann in den Taschen auch noch in der Höhe verstellt werden. Also die Anpassung an die individuelle Knieposition ist dann eben für jedermann auch möglich. Dieser Level 2 ist, wie ich gerade gesagt habe, eine super Dämpfungseigenschaft und unterstreicht letztendlich auch unseren Qualitätsanspruch bei X. Im Hüftbereich setzen wir auch Protektoren ein. Die sind ganz schmal, eben halt sehr beweglich, die tragen nicht auf, sitzen ja auch in Taschen und können zum Beispiel wie auch die Knieprotektoren zur Wäsche der Hose einfach herausgenommen werden. Und beim Thema Sicherheit fällt mir gerade noch die Norm ein, nach der insgesamt X die gesamte Motorradbekleidung prüfen lässt, also auch so eine Hose, wird nach einer Norm, nach der EN 17.02.90 geprüft. Das ist eine Norm mit einer Baumusterbescheinigung. Also man erhält dafür dann ein Zertifikat. Und im Rahmen dieser Baumusterprüfung wird das Material geprüft auf Reißfestigkeit, auf Abriebfestigkeit. Die Nähte werden getestet, ob die stabil genug sind.
Wir setzen spezielle Nähte auch im Außenbereich in den sturzgefährdeten Zonen ein, die abgedeckt sind, damit da eben halt auch die Sicherheit da ist. Wir prüfen aber auch im Rahmen dieser Norm, dass keine Chemikalien im Material sind und so weiter. Das heißt, wenn ihr bei X eine solche Hose kauft, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, dass ihr eine Top-Qualität habt, die euch Schutz gibt und die auch den höchsten Ansprüchen genügt. Ja, ich denke mir, so als erster Eindruck ist das sicherlich nicht schlecht. Ihr könnt aber auch auf ixs.com gehen. Dort findet ihr weitere Informationen zu dieser Hose oder auch zu den entsprechenden Jacken und vielen weiteren Produkten. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch alles Gute. Bis bald.